Dann war Solln eine wunderbare Einschneise, oder wie soll ich sagen, Einflugschneise? Nein, eine Schneise für die ganzen Panzer und Lastwagen der amerikanischen Besatzer, die kamen. Und unser Haus, ein großes Haus, durchgängig, nicht parzelliert in kleine Wohnungen, war das ideale Lager für die Offiziere. Ja. Unser Haus war Münchens Offiziershaus. Und es war so, ich kann mich erinnern, die kamen und Mutter hat sich furchtbar beklagt. Wir mussten alle in den Keller, weil oben ja die Soldaten kamen. Und am nächsten Tag fuhren die weiter. Und Mutter musste die ganzen Betten frisch beziehen. Die waren mit den Stiefeln ins Bett gekrochen. Die waren halt einfach, auch wenn sie Offiziere waren. Und bei dem dritten Anlauf, der kam an Soldaten, die blieben eine Woche. Wir wurden ausquartiert zu den Nachbarn und waren dann bei den Kaisers, die Besitzer von Kaisers Kaffeegeschäft, die in unserer Straße wohnten, und hatten dort die ganzen Kinderbetten in einem Raum zusammengestellt. Wir waren dann alle zusammen zum Schlafen. Und wir durften unter Tag ins Haus gehen, und da haben wir dann, weil wir im Wohnzimmer einen Flügel hatten, war ein Soldat dabei, der Klavier spielen konnte. Er hat dann meinen jüngeren Bruder und mich aufs Knie genommen und hat Klavier gespielt. Und dann hinterher haben sie uns mit Kaugummi und Schokolade gefüttert. Es war also ganz lustig. Wir sind also sehr willkommene Abwechslung für die Soldaten gewesen, die aus dem Krieg jetzt wieder ins normale Leben zurückgekommen sind. Ja. Es war für uns hochspannend. Und mein älterer Bruder, ich weiß noch, der ging auf der Straße spazieren, und die Amerikaner wussten, dass wir nicht sehr viel zu essen hatten, und haben dann Sachen unter den Bäumen versteckt und auch im Garten. Da hat man ein Päckchen gefunden und eine Heibe, und dann hat meine Mutter das ganz vorsichtig ausgepackt, und dann sagte sie: Ich glaube, das kann man essen. Das ist sowas wie Brot. Und es war Pumpernickel. Das wussten wir aber nicht. Es war uns fremd. Sowas gab es im Krieg nicht. Ja. Und Mutter konnte so ein bisschen, oder eigentlich recht viel Englisch aus ihrer Schulzeit noch. Meine Mutter war, was sehr selten war damals, eine gebildete Frau mit Abitur und Sprachenkenntnissen. Und dann hat sie mit den Amerikanern geredet, und die haben dann gesehen, da unten im Keller, da sind ein Haufen Kinder. Und der Küchenchef, weil die Küche und der Kellerzugang waren ganz nah beieinander, und er hat dann eine Schachtel genommen, und da waren ein Haufen Dosen drin und so. Und dann sagt er: Go on, hat er zu Mutter gesagt, und die sollte runtergehen. Und er hat gesagt: Da ist aber noch was drin. Go on. Und so ging das, dass also wir immer auch noch zu essen bekamen. Und einmal hatten sie ein Spanferkel. Das hatten sie im Backofen schön gegrillt und war ganz toll. Und es gab zum Glück zu diesem Moment eine Sauerkrautzuteilung auf Marken, was ja auch nicht immer selbstverständlich war. Und dann haben sie das Spanferkel ausgenommen und fertig gerichtet. Und dann waren die Abfälle, das was fett war und so, das wollten sie nicht essen. Und dann hat der Küchenchef meine Mutter gefragt, wo er das hintun kann, diese Abfälle. Und dann hat sie gesagt: Ja, draußen auf dem Garagenplatz, da ist ein Haufen, da kann er das draufschmeißen. Und dann hat die Mutter das fein säuberlich genommen, hat er schön sauber gemacht und in Sauerkraut hineingekocht. Und es war so fett, dass uns allen schlecht geworden ist. Es war so ungewohnt für unsere Mägen, weil wir einfach diese Fettreserven nicht umsetzen konnten im Körper. Es war also ganz eigen. Wir waren gut versorgt. Und was noch toll war, unser Haus war
nicht beschädigt von den Flugangriffen, obwohl unser Haus ganz nah an der Eisenbahnlinie stand. Wir hatten überhaupt in Solln das Glück, es waren in Solln nur 3 Häuser im Krieg beschädigt worden. Es war also ziemlich ausgespart worden in den Luftangriffen. Es war im Zentrum ganz viel zerstört, aber in Solln war eigentlich fast alles im Alten geblieben. Und da mein Vater eben in Zugang zu Baumaterialien hatte, hat er den Leuten, die das Haus beschädigt hatten, geholfen, wieder zu reparieren und zu richten. Da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dass er da bei den Leuten mit im Haus, da war der Dachschutt ausgebrannt, da wieder aufgebaut hat. Es war also ganz gut.